Ja, und weiter geht's. Und kommen wir jetzt zum Ende des Fights. Das war ein schnelles Ende. Colonel, Ihrer Nichte geht es gut. Danke, Snake. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nach Mantis Tod wird wohl Merrills Gehirnwäsche abflauen, nicht, Naomi? Ja, aber weshalb machen Sie sich so viel Mühe wegen ihr? Wegen Campbell? Oder weil Sie sie mögen? Ich kann eine Frau nicht einfach sterben lassen. Tatsächlich? Seit wann kümmert Sie der Tod anderer? Naomi, es stimmt. Snake hat viele Leute dem Tod zugeführt. Aber das bedeutet nicht, dass er herzlos ist. Es ist okay, Colonel. Sie hat recht. Du hast den Ich konnte nicht in die Zukunft sehen. Tja. Ein starker Mann muss seine Zukunft nicht sehen. Er macht sie selber. Wahre Worte. Vielleicht, aber ich sehe deine Zukunft. Der Landweg ist durch gefrorene Gletscher blockiert. Du musst zum Sendeturm gehen. Von dort folge dem Fußweg am Turm. Warum erzählen Sie mir das? Aus Spaß. Ich kann Gedanken lesen. In meinem Leben habe ich in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Tausenden gelesen. Ekelhaft. Und jedes Wesen, in das ich schaute, war von einem einzigen Ziel besessen. Das selbstsüchtige und atavistische Verlangen zur Fortpflanzung. Mir wurde davon schlecht. Jedes kleinste Ding auf diesem Planeten existiert bloß zur kopflosen Weitergabe seiner Gene. So sind wir programmiert. Und darum gibt es Krieg. Aber du bist anders. Du bist wie ich. Ohne Vergangenheit und Zukunft. Aha. Wir leben nur für den Augenblick. Das ist unsere Bestimmung. Menschen machen sich gegenseitig nicht glücklich. Von dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, ist es unser Schicksal, uns gegenseitig nichts als Elend und Leiden zu bringen. Der erste, in dessen Gedanken ich tauchte, war mein Vater. Ich sah in seinem Herzen nichts als Hass und Abscheu für mich. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Und dafür hasste er mich. Ich dachte, er würde mich umbringen. Oh, Gottes Willen. So starb meine Zukunft. Und meine Vergangenheit verlor ich auch. Als ich erwachte, war das ganze Dorf in Flammen. Sie haben ihr Dorf niedergebrannt, um ihre Vergangenheit auszulöschen. Du hast dasselbe traumatische Erlebnis erlitten wie ich. Wir sind uns fürwahr gleich, du und ich. Die Welt ist interessanter, solange sie Leute wie dich aufweist. Hä? Ich war nie für die Revolution vom Boss. Seine Weltmachtfantasien interessieren mich nicht. Ich wollte einfach so viele Menschen wie möglich töten. Sie Monster! Lassen Sie ihn. Er hat nicht mehr viel Zeit. Ich habe das Böse gesehen. Du, Snake. Du bist wie der Boss. Nein, schlimmer noch. Vergiss.
verglichen mit dir bin ich fast harmlos. Aha. Wow. Ich lese auch ihre Gedanken. Merrills? Dort sah ich dich. Du hast einen schönen Platz in ihrem Herzen. Einen schönen Platz? Ja, einen schönen Platz. Aber ich weiß nicht, ob eure Zukunft eine gemeinsame ist. Eine letzte Bitte. Was ist es? Meine Maske. Setz sie mir auf. Okay. So werde ich mit den Gedanken anderer Leute bombardiert. Bevor ich sterbe, möchte ich alleine sein. Ich will in meiner Welt alleine sein. Wer will es nicht im Moment seines Todes? Ich öffne euch die Tür. Geht da lang, wenn ihr eure Zukunft finden wollt. Das erste Mal, dass ich jemandem mit meinen Kräften helfe. Seltsam. Fühlt sich nicht schlecht an. Nur war das letzte Mal. Das erste und letzte Mal. Schade. Kommen Sie, Meryl. Tut mir leid. Meryl. Wie konnte ich Mantis meine Gedanken so kontrollieren lassen? Wenn Sie an sich zweifeln, lasse ich Sie hier. Sie haben recht. Nie an sich selbst zweifeln, werden Sie davon stärker. Lernen Sie daraus. Sie haben recht. Tut mir leid. Ich tue es nicht wieder. Hoffe ich doch. Snake, darf ich Sie was fragen? Was? Was Mantis gesagt hat. Ich habe mich gefragt... Was? Wo liegt jetzt das Problem? Ach nein, es ist nichts. Sagen Sie, Snake, wie ist denn eigentlich Ihr richtiger Name? Ein Name bedeutet nichts im Kampf. Wie alt sind Sie? Alt genug, um den Tod gesehen zu haben. Familie? Nein, ich wurde von vielen Leuten erzogen. Gibt es jemanden, den Sie mögen? Das Leben anderer Leute interessiert mich nicht. Dann sind Sie also allein, wie Mantis sagte. Andere Leute komplizieren das Leben. Ich lass mich nicht gern ein. Ein trauriger, einsamer Mann. Los, gehen wir. Trauriger, einsamer Mann, das trifft's wirklich. Da bekommt man zum ersten Mal Einblick in die Gedankenwelt von Snake. Er sagt, dass... Ja. Keine Familie. Interessiert sich nicht für andere. Er ist einsam. Die Musik passt gerade so richtig gut zu dieser traurigen Stimmung. Alter. I really do love the music. Es ist wow. Jetzt kann es aber auch weitergehen. Die Musik ist so herrlich. Aber jetzt mal weiter. Gibt es hier Wölfe? Wolfshunde. Halb Wolf, halb Husky. Woher wissen Sie das alles? Ich fahre Hundeschlitten. Wenn man in Alaska wohnt? Of course. Ich gehe voraus, Snake. Folgen Sie mir. An sich, hier diese Bereiche sind sehr dunkel gehalten. Seht ihr, man kann kaum was sehen.
Da ist es gut, wenn man die Night Vision Goggles hat. Ach ja, wunderschön Licht. Und hier vor allem. Meryl hat gerade gesagt, dass sie vorausgeht. Und guckt mal, sie ist schon da. Meine Fresse, wie schnell ist die eigentlich? Naja, whatever. Ja. So. Jetzt kann es aber auch weitergehen. Und wie Snake vorausgesagt hat, gibt's hier wilde Wolfshunde. Und, of course, tun sie uns anfallen, wenn wir ihnen zu nahe kommen. Da kann man nichts gegen machen. Vielleicht sollte ich die Goggles mal tun. Lass mich bloß in Ruhe! Du... Hey! Hallo! Hallo, ihr Scheißtönen! Ich hab's langsam kapiert! Muss ich erstmal eine Blendgranate werfen, damit ihr Ruhe gibt, ihr... Scheiß Tölen. Deshalb mag ich mehr Katzen. So, könnt mich mal. Ich hasse Hunde. Huch. Sie können doch mit Hunden umgehen. Not really. Mit Katzen ja. Mit Hunden nein. Alter. Die sind alle so verknallt in Meryl. Hehehehe. Ich könnte jetzt eigentlich den Karton-Urintrick benutzen, damit sie mir in Zukunft gar nichts mehr tun. Aber ehrlich gesagt... Nee, kein Bock. So. Das ist der Sendeturm. Hoch. Überall Minen. Ich gehe voraus. Bleiben Sie zurück, okay? Der Radar funktioniert nicht. Wir können sie so nicht entdecken. Ich erledige das. Vor allem. Woher wissen die auf Anhieb, dass es hier Minen gibt? What the hell? So, und jetzt diese endlose Cutscene, wie Meryl um die Minen herumspaziert. Die eigentlich total unnötig ist, weil wegen... Bei einer bestimmten Position kann sie auch einfach geradeaus laufen und schon ist sie da. Was für ein Aufwand. Naja. Was denken Sie? Ziemlich gut, ha? Woher wussten Sie, wo die Minen sind? Es klingt seltsam, aber als Mantis in meine Gedanken eindrang, konnte ich sehen, wo die Minen waren. Beeindruckt? Naja, ein bisschen. Nur ein bisschen? Mich schockt schon gar nichts mehr, sagen wir es mal so. Andere Möglichkeit, um die Minen sichtbar werden zu machen, auch wenn... Dingsbums. Radar nicht funktioniert. Tada! Infrarotsichtgerät. Da einfach mal die Gelegenheit nutzen und die Minen einsammeln. Da, seht ihr? Bei dieser einen Spur. Sie hätte einfach nur geradeaus gehen können. Aber nö! Oh Gott! Logik, Mädchen! Logik! So, das waren die alle. Gut. Wenn es alle waren, dann waren es alle. Weiter geht's. Oh, Cutscene. Oh. Meryl. Was ist los?
fuck. Das tut weh. Fucking hell. Meryl! Mist! Snake, es ist eine Falle. Typischer Scharfschützentrick. Der Scharfschütze wartet, bis sie ihr helfen, dann erledigt er sie. Tun sie es nicht. Es muss Sniper Wolf sein. Foxhounds bester Killer. Scharfschützen arbeiten gewöhnlich zu zweit. Aber sie nicht. Ich kenne sie. Sie kann Stunden, Tage oder Wochen warten. Es ist ihr egal. Sie beobachtet und wartet auf ihre Chance. Vielleicht. Aber Meryl kann nicht so lange warten. Snake, können Sie Wolf von Ihrer Position aus sehen? Zwischen hier und dem Turm gibt es kein Versteck. Sie muss im zweiten Stock im Turm sein. Wenn sie im Sendeturm ist, haben Sie Probleme. Eine perfekte Scharfschützenposition. Auf diese Distanz können Sie sie mit normalen Waffen nicht treffen. Sie brauchen ein Scharfschützengewehr. Colonel, keine Sorge. Ich werde Meryl retten, egal wie. Okay, danke. Was ist los, Naomi? Nichts. Ich wundere mich bloß, dass Sie willig sind, sich aufzuopfern. Sie haben die Gene eines Soldaten, nicht die eines Retters. Wollen Sie damit sagen, ich will nur meine eigene Haut retten? So weit gehe ich nicht, aber... Meine Gene interessieren mich nicht. Ich folge nur meinem Instinkt. Wie ein Tier. Ich werde Meryl retten. Ich brauche keinen Grund. Okay. Ich tue es nicht für jemand anderen. Ich rette sie, weil ich es will. Keine Sorge, Colonel. Danke, Snake. Verstehe schon. Tut mir leid. Hm. What a sad conversation. Und ohne Scharfschützengewehr können wir nicht gegen Sniper Wolf kämpfen. Also müssen wir hier weg. Und Meryl alleine lassen. Ja, ist leider so vorgesehen. Kann ich auch nichts gegen machen. Nun gut. You know what? Weil ich wieder keine Lust habe, diese scheiß Tölen da, werfe ich direkt eine Blendgranate. Bläh! Dummer Hund! So. Friss das! Töle. So. Hey, das funktioniert sogar. That's the first time I need that type of combination. And it works! Cool! Weil sonst habe ich nicht solche Probleme mit diesen Hunden. Die beißen mich gerade einmal bis überhaupt nicht.
Naja. Lässt sich aber auch nichts dran ändern, ne? So, stellt sich jetzt nur die Frage, wo wir jetzt auf die Schnelle ein Scharfschützengewehr kriegen. Tja, wo kriegen wir's? Antwort ist das Dingsbums. Das Gebäude, wo der Heliport ist. So weit müssen wir wieder zurückgehen. Geil, ne? I think not. Ich wollte schon sagen, hurry up. Als ob ich ewig Zeit hätte. Oh oh, da ist jemand, da ist jemand. Nicht gut, nicht gut. Einfach den Typi ignorieren. Okay. Works every time mit dem Totenwinkel. Oh oh, da ist jemand. Warten, bis der eine Typi weg ist. Dann benutzen wir den Wagen- und Karton-Trick. Ah. Da kommt der. Ich sehe ihn auf dem Radar. Okay. So. Leichte Methode, um zurückzukommen. Hubschrauberlandeplatz. Der Kartontrick. Jetzt ein kleines bisschen warten. Und es tut sich was. Ist das alles zum Laden? Zum Heliport? Hm. Yay. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Wir machen Brumm, brumm. Und wir sind da. Und bevor wir weitermachen, sage ich erstmal kurze Pause und dann geht's weiter. See ya, guys.